Ja, mein Thema der Woche ist der Tarifabschluss für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst. Mit am Verhandlungstisch gesessen hat auch die Bremer Finanzsenatorin Caroline Linnert. Und sie hat dem Vertragsabschluss zugestimmt, wonach die Angestellten im öffentlichen Dienst in den nächsten beiden Jahren 5,6% Gehaltserhöhung bekommen soll. Umso erstaunter war ich, als sie dann verkündet hat, dass diese Gehaltserhöhung nur den Angestellten, aber nicht den Beamten im öffentlichen Dienst zukommen soll. Ich halte das für völlig verantwortungslos. Es ist nicht erklärbar, warum ein Feuerwehrbeamter keine tarifliche Erhöhung bekommen soll, ein Lehrer hingegen schon 5,6%. Wir fordern die Senatorin auf, diesen Tarifabschluss für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes umzusetzen und niemanden zu benachteiligen.